Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Medizin im Gespräch hier aus dem Leopoldiner Krankenhaus in Schweinfurt. Wir sprechen heute über ein Tabuthema: Harninkontinenz, besser bekannt als Blasenschwäche und Senkungsbeschwerden. Mein Gesprächsgast ist heute Professor Dr. Michael Weigel. Er ist Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe hier am Leopoldiner Krankenhaus in Schweinfurt. Einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, Professor Dr. Weigel, warum werden denn Senkungsbeschwerden und Blasenschwäche oft in einem Atemzug erwähnt? Weil der Halteapparat von Gebärmutter und Scheide und das Widerlager der Harnblase anatomisch sehr eng benachbarte Strukturen sind. Und je nachdem, in welcher Höhe der Beckenboden dieser Halteapparat, der das weibliche Becken abschließt, auch das männliche, geschädigt wird, tritt dann eben die Harninkontinenz in den Vordergrund oder die Senkungsbeschwerden. Sie haben jetzt den Beckenboden schon erwähnt. Können Sie diesen vielleicht genauer erklären? Der Beckenboden besteht aus Muskeln, Sehnen und Bandstrukturen, die das knöcherne Becken nach unten hin verschließen. Natürlicher Durchlass muss sein, nach vorne für die Harnröhre und nach hinten für den Enddarm und bei der Frau dazwischen drin noch die Scheide. Und genau da liegt die Krux, dass die Natur der Frau eine Quadratur des Kreises aufbürdet. Einerseits soll das alles stabil sein, dann soll ein Kindskopf durchpassen und danach soll es wieder alles stabil halten. In welchen Lebenssituationen kommen denn dann die Frauen zu Ihnen? Also welche Risikofaktoren gibt es? Allgemeiner Risikofaktor, die Bindegewebsschwäche. Spezifische Risikofaktoren, Übergewicht. Wenn bei jedem Hustenstoß da Zentnerlasten auf dem Beckenboden prallen, kann er leichter Schaden nehmen. Gleiches Problem bei Raucherinnen. Typischerweise haben die Frauen Kinder geboren, aber die Nulliparität, also gar keine Kinder geboren zu haben, schützt nicht zwangsläufig davor, eine Beckenbodenschwäche zu erleiden. Wie schon erwähnt, kann es bei Geburten zu Schädigungen kommen und diese Schäden, die heilen zunächst, es bildet sich aber halt Narbengewebe. Und so nach 20, 30 Jahren, Narbengewebe ist minderer Qualität, weicht das dann allmählich auseinander, der Beckenboden gibt nach und es kommt zu Blasenschwäche oder Senkungsbeschwerden. Sie sagen jetzt schon oder, treten denn Blasenschwäche und Senkungsbeschwerden immer gleichzeitig auf oder gibt es da auch Unterschiede? Sie können alles haben. Sie können beides gemeinsam haben. Sie können, wenn es nur das Widerlager der Harnröhre trifft, nur ein Anführungszeichen eine Harninkontinenz erleiden. Es kann sein, dass die ganze Scheide vorfällt, ohne dass sie Harninkontinenz sind. Schauen wir jetzt genau auf die Senkungsbeschwerden. Welche Symptome treten bei Senkungsbeschwerden auf? Zunächst ganz unspezifisch. Nach längerem Stehen hat man irgendwie Druck im Bauch oder Kreuzbeschwerden. Es zieht im Rücken. Später dann, wenn das Ganze sich weiter gesenkt hat, dann drückt sich etwas von innen durch den Scheideneingang. Wenn es zum Vorfall kommt, sitzt die Patientin quasi auf den Organen, die eigentlich vom Beckenboden gehalten werden sollten. Wenn jetzt eine Senkungsbeschwerde vorliegt, muss die immer behandelt werden? Das ist eine der wenigen Dinge, wo nicht wir Ärzte sagen, das muss man jetzt operieren. Sondern wo die Frau angibt, ich habe Beschwerden, ich möchte, ich sollte, kannst du nichts machen. Man muss aber nicht immer operieren. Man kann zum einen durch Muskelkräftigen das Ganze schon etwas stützen, man kann zum anderen aber auch durch Pessare die Scheide innerlich stützen. Vielfach wird man dann aber nach einigen Jahren doch operativ tätig sein müssen, das Ganze neu fixieren, neu aufhängen. Jetzt haben Sie die Behandlungsmöglichkeiten schon angesprochen. Wie sieht denn so eine Therapieform aus? Also was kann man als Frau natürlich selber auch machen? Bei einer Senkung können Sie eigentlich nur Gewicht abnehmen, rauchen, vermindern, so es geht, und auf gute Bauch- und Rumpfmuskulatur und Rückenmuskulatur achten. Bei Harninkontinenz können Sie gezieltes Beckenbodentraining noch besser einsetzen. Aber wie man sich denken kann, wenn oben der Halteapparat von Scheide und Gebärmutter locker ist, dann können Sie den Beckenboden muskulär noch so stark anspannen, es wird Ihnen nicht gelingen, das zu halten. Sind Muskelgruppen seitlich am Becken ausgerissen,
entsteht ein Defekt, den Sie durch noch so starkes Anspannen der Muskeln nicht werden schließen können. Jetzt haben Sie das Beckenbodentraining schon angesprochen und wie das genau aussieht, das schauen wir uns jetzt im nächsten Einspieler an. Also ich fange mit einfachen alltäglichen Sachen an, wie man im Alltag Beckenboden entlasten kann. Und ich wollte einen Tipp zeigen. Beim Husten und Niesen, also sogenannten Hustendreh, dass beim Husten oder plötzliche Druckerhöhung im Bauch nicht Gesamtdruck auf Beckenboden drückt, sondern es wird vom Rumpfmuskulatur abgefangen. Also man verdreht den Rumpf zur Seite und hustet zur Decke und dabei versucht ganz sanft Beckenbodenmuskulatur anzuspannen. Und dadurch eben durch diese Rumpfdrehung wird Rumpfkorsettmuskulatur angesprochen und wird das Ganze so abgefangen. Da auch wichtig aufrechte Körperhaltung. Und das Gute ist daran, wenn man Beckenbodenmuskulatur anspannt, das sieht kein Mensch. Also wenn Sie Ihr Bizeps trainieren, dann sehen alle anderen, aha, die trainiert Ihr Bizeps. Und wenn Sie da unten Beckenbodenmuskulatur trainieren, das sieht kein Mensch. Man soll spüren, man soll eigene Beckenbodenmuskulatur spüren. Und es befindet sich unten, ist ganz wichtig, harter Stuhl, dass man auf einem harten Untergrund, auf einem harten Stuhl sitzt und auf dem vorderen Drittel. Und beim sanften Anspannen ist auch ganz wichtig, dass man unten dann eben die Bewegung spürt. Rein anatomisch, wir Frauen haben ein bisschen breitere Becken, dadurch eben breitere Öffnung. Und im Vergleich zu den Männern, wir haben so ein bisschen eine Öffnung mehr und dadurch ein bisschen instabiler ist das Ganze. Ja, Professor Dr. Weigel, jetzt kommen wir zum Thema Harninkontinenz. Ist denn die Blasenschwäche gleich Blasenschwäche oder gibt es da auch Unterschiede? Bei der Frau haben wir im Großen und Ganzen zwei große Komplexe. Das eine ist die sogenannte Belastungsinkontinenz, wo es zum Urinabgang beim Husten, Heben, Niesen, Pressen, Lachen, Treppensteigen kommt. Das andere große Feld ist die Dranginkontinenz, wo ein imperativer Harndrang auftritt, dem dann die Betroffene nicht standhalten kann. Natürlich gibt es auch Mischformen zwischen beiden und selten und für mein Fachgebiet nicht relevant, Inkontinenz bei neurologischen Erkrankungen oder Inkontinenz bei angeborenen Fehlbildungen. Wie stellen Sie da dann eine Diagnose? Das Wichtigste ist die Anamnese. Fragen, in welcher Situation, wie und wo. Da bekommt man allerdings ein manchmal sehr breit gefächertes Spektrum an Antworten. Und deswegen ist es oft nützlich, ein sogenanntes Miktionstrinktagebuch zu führen, dass man dann feststellt, wie oft musste sie Wasser lassen, hat sie Harndrang und Harnverlust in einem gehabt oder wie gestaltet sich das. Das nächste Wichtige ist anschauen. Haben wir eine Senkung mit dabei? Haben wir eine Lockerung des Widerlagers der Harnröhre? Also die körperliche Untersuchung, Ultraschall ist ein wichtiges Hilfsmittel und manchmal ist auch eine Blasendruckmessung nötig, um eben genau einzuschätzen, welche Therapiemodalitäten wir der Frau anbieten wollen. Warum ist es wichtig, das zu unterscheiden? Bei der Dranginkontinenz dominiert die medikamentöse Therapie. Selten kann man das operativ bessern. Bei der Belastungsinkontinenz, wenn alle anderen Maßnahmen, Gewichtsreduktion, Rauchen aufhören, Beckenbodengymnastik fehlgeschlagen sind und eine dauerhafte Versorgung mit Pessan nicht gewollt ist, dann wird man eher operieren müssen. Okay, wie sieht dann so eine Operation aus? Also worauf muss sich der Patient dann einstellen? Es hängt auch wieder davon ab, was insgesamt an Schädigungen vorliegt. Wenn es eine reine Harninkontinenzoperation ist, kann man entweder über einen kleinen Bauchschnitt das Widerlager unter der Harnröhre herstellen, damit die eben beim Husten nicht im Matsch versinkt, sondern ein straffes Widerlager hat. Andere Möglichkeit, heute die modernere Variante, von der Scheide aus mit kleinsten Schnitten ein Bändchen unter die Harnröhre legen, das dann eben als Widerlager fungiert. Oft nimmt man ja an, dass es bei Blasenschwäche meist um ein weibliches Problem handelt. Stimmt das? Naja, Frauen sind häufiger betroffen, weil die deutlich mehr Kinder bekommen als wir Männer. Bei Männern gibt es natürlich auch Blasenschwäche. Da ist es aber eher eine sogenannte Überlaufblase, eine Überlaufinkontinenz, weil die Prostata die Harnröhre abdrückt. Oder auch Dranginkontinenzen bei Männern infolge neurologischer bzw. blaseneigener Erkrankungen. Leider Gottes auch Harninkontinenz im Sinne einer Belastungsinkontinenz nach Prostataoperationen, wenn eben der Verschlussmechanismus einfach nicht mehr funktioniert nach der Operation.
Blasenschwäche und Senkungsbeschwerden sind bei Frauen ja oft ein Tabuthema, also es ist ein sehr heikles Thema. Wie viele Frauen sind denn prozentual davon betroffen? Prozentual müsste man es jetzt durchrechnen, aber wir gehen bei hoher Dunkelziffer davon aus, dass irgendwas zwischen 5 und 8 Millionen Frauen in Deutschland davon betroffen sind, wobei es auch etwas sehr Relatives ist. Ich habe Patientinnen, die regelhaft beim Husten ein paar Tröpfchen verlieren und sich dadurch überhaupt nicht gestört fühlen, und für andere bricht da eine Welt zusammen. Mhm. Ich habe auch Patientinnen, die deutlich mehr verlieren, aber sagen, mein Gott, sonst geht es mir doch gut, da möchte ich mich nicht operieren lassen. Aber gehen Sie mal von einer Millionenzahl an Betroffenen aus. Mhm. Was ist denn Ihr Rat, wann sollte man denn dann zum Arzt auch gehen? Wenn man sich durch Senkung oder Harninkontinenz gestört fühlt. Nicht der Arzt sagt, das müssen wir machen, sondern Sie müssen Leidensdruck haben, weil egal welche Therapie wir durchführen, es kann immer fehlschlagen und es gibt auf der ganzen Welt kein Leiden, das man nicht durch eine Operation auch mal verschlimmern könnte. Also das will gut überlegt sein. Mhm. Es gibt einige Frauen, die ja aus Angst vor Blasenschwäche ihre Flüssigkeitszufuhr einschränken. Was halten Sie davon? Das ist sicherlich keine wirklich gute Idee, denn gerade bei der Dranginkontinenz, wo man die nächste Toilette mit Mühe und Not gerade nicht mehr erreicht, würde dann der stark konzentrierte Urin eben den Handdrang eher noch befördern. Mhm. Deswegen rate ich auch Damen mit Blasenschwäche dazu, ihre 1,5 bis 2 Liter am Tag zu trinken, aber dabei halt bedenken, Kaffee und Tee ebenso wie stark zuckerhaltige Getränke, auch Alkohol, wirken handtreibend. Also wenn ich jetzt demnächst in die Stadt will, sollte ich vielleicht nicht vorher noch einen großen Pott Kaffee trinken. Sehr schön, Professor Dr. Weigel. Dann bedanke ich mich für die vielen Informationen über ein sehr heikles Thema. Und liebe Zuschauer, auch bei Ihnen bedanke ich mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Die Sendungen finden Sie auch unter www.leopoldina.de oder bei uns bei tvmainfranken.de auf der Internetseite. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Bis bald.